Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Käufler. Bevor wir mit dem Unterricht starten, möchte ich mit euch noch was besprechen. Sie, Frau Käufler? Ja, was ist, Milo? Wann gehen wir endlich auf Klassenfahrt? Genau, über dieses Thema möchte ich jetzt mit euch sprechen. Und zwar liegt es an euch, wenn wir auf Klassenfahrt gehen. Am besten, wir gehen gleich morgen. Nee, jetzt. Quatsch, das geht doch gar nicht. Am besten heute Nachmittag. Nee, ihr müsst euch die Klassenfahrt schon verdienen. Menno. Und zwar habe ich mir ein Belohnungssystem überlegt. Wir sammeln jetzt positive Tische. Wenn ihr als Tisch den ganzen Tag gut gearbeitet habt, bekommt ihr einen positiven Tisch. Sobald wir als Klasse 50 positive Tische haben, gehen wir auf Klassenfahrt. Und wo wir auf Klassenfahrt gehen, das dürft ihr dann bestimmen. Das dauert ja ewig. Dann müsst du und Nick halt mal besser im Unterricht aufpassen. Genau, aber jetzt starten wir mit Deutsch. Holt eure Hefte raus. Na gut. Pause mit euch, Kinder. Und denkt dran, nachher haben wir Sport, also pünktlich in der Sporthalle. 5 Wochen später. So, Moment, Kinder, gleich fangen wir an. Kinder, ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben 51 positive Tische. Juhu, endlich. Das wird ja mal Zeit. Und wo gehen wir jetzt auf der Klassenfahrt hin? Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ich habe mir 3 Orte rausgesucht. Erstens, wir könnten auf eine Burg fahren. Oh ja, eine Burg! Ja! Ach nee, nicht auf eine Burg. Zweitens, wir könnten in die Berge fahren. Ach nee, ich gedacht, das ist ja hier. Nein. Drittens, wir könnten auch auf einen Bauernhof. Ja, ein Bauernhof. Ja, ein Bauernhof. Ja, vielleicht gibt es hier sogar Ponys. Oh ja. So, wir stimmen jetzt mal ab. Also, wer ist für die Burg? 1, 2, 3, 4. 4. Und wer ist für die Berge? Niemand, das hätte ich mir denken können. Und wer möchte auf den Bauernhof? 1, 2, 3, 4. Gut, 4, 4. Und nun, was machen wir jetzt? Oh, einen kleinen Moment, mein Handy. Oh. Tut mir leid, aber die Burg hat gerade abgesagt. Sie haben keinen Platz mehr. Oh, Menno, das wäre so toll gewesen. Dann gehen wir eben auf den Bauernhof. Ja, der Bauernhof, wie cool. Ja, da hat sich ja mega tolle ja, Tiere. Ja, genau. Das wird bestimmt eine tolle Klassenfahrt für alle Kinder hier. Sie, Frau Käufler? Ja, Lena, was ist? Gibt's da auch Pferde oder Ponys? Ich weiß nicht, was es da für Tiere gibt. Ach egal, es wird sicher eine tolle Klassenfahrt. Ach Menno, die Burg wäre viel kühler gewesen. Jungs, reißt euch zusammen. Und auf der Burg hätte es eh nicht gespukt. Aber wer weiß, vielleicht spukt ja eine Kuh auf dem Bauernhof. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wissen wollt, wie die Klassenfahrt mit dieser chaotischen Klasse ausgeht, dann abonniert den Kanal, damit ihr sie nicht verpasst. Tschüss!